Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, hier beim Let's Play von Grid 2. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Rennen hier noch machen soll oder ob ich direkt in die World Series starten soll. Ich glaube, ich starte direkt in die Series, aber ich mache jetzt mal dieses Promo-Event hier. Um die Fans zu begeistern. Es ist wichtig, dass du eine gute Show bietest. Deswegen setze ich dir vor jedem Event ein Ziel. Erfülle es, um dein Ansehen noch weiter zu steigern. Freestyle Extreme überholen. Die Gegner so schnell wie möglich zu überholen. Du erhältst für jeden Überholvorgang Punkte. Richtig viele Punkte bekommst du, wenn zwischen den Überholvorgängen möglichst wenig Zeit vergeht. Behalte aber die Straße und den Verkehr im Auge. Okay. Ja, das machen wir doch mal, ne? Das hört sich doch cool an. Oh Gott, ein Dodge Chart, ein neues Auto. Ein neues Auto? Ah, es war kein Plymouth, es war ein Dodge Charger, alles klar. Ach, und ich muss mit einem anderen Team fahren. Ah, jetzt macht das alles Sinn. Gut, dann machen wir jetzt unser erstes Promo-Event hier im dritten Part von Let's Play Grid 2. Ja, so sieht das aus, ne? Mein Name ist Woody und ich fahre in Chicago. Chicago. Jo, Eine Aufgabe, die Zuschauer auf den Rängen zu Ach du Scheiße, ist der Charger. Oh, fährt sich der Charger scheiße, ey. Oh. Der fährt sich übelst schwer, Alter. Ich hab das Gefühl, ich fahre mit einem Panzer, ey. Das ist super. Jeder überholte Gegner ist ein Schritt in Richtung Sieg. Das war jetzt Kacke, ey. Komm. Aber egal. Hä, warum Don... was ist das denn hier? Ey, das war jetzt aber eine Kollision, die nicht meines Erachtens, die nicht meine Schuld war. Ey, ernsthaft, das Ding fährt sich wie ein Panzer, Mann. Das... Boah. Boah. Schlimm. Direkt zwei auf einmal überholt. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil sich das Ding, das fährt sich einfach so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, Oh, komm schon. Da konnte ich jetzt aber nichts für, ne? Ne, da konnte ich nichts für, du. Wow. Oh. Oh, komm schon, ey. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann ich jetzt überhaupt Punkte dazu bekomme und so. Bekomme ich immer, wenn es abläuft dazu oder was? Nee, ah, okay, ich verstehe schon. Ich bekomme immer wieder so dazu, aber halt... Ja, okay, jetzt macht das alles Sinn, ja. Mhm. Ja, jetzt verstehe ich's. Jo, jetzt hauen wir nochmal richtig rein hier, du. 900. Das läuft doch super. Das war jetzt scheiße. Egal. Egal, komm schon. Da scheißen wir drauf. Sorry, dass ich mich gerade ein bisschen konzentrieren muss, aber es ist gerade nicht so leicht, ne? Also. Verzeiht mir meine, wie heißt es? Meine Stille. Verzeiht mir meine Schweigesekunden. Minuten wäre ein bisschen viel, weil minutenlang habe ich jetzt doch nicht geschwiegen. Hey, wo kann ich denn sehen, wo ich Dingsen hier, bla. Wieso ist denn Don Murphy erster und ich nicht? Weil ich habe doch hier Punkte gemacht und so. Wieso, das verstehe ich nicht. Und jetzt? Ziel verfehlt. Toll. Ja, und jetzt? Das war ein schwieriger Lauf. Probier es nochmal und zeig's. Okay, probieren wir es nochmal, weil ich will das jetzt schaffen und dann versuche ich es jetzt besser. Mach dich fertig. Okay, wir wollen die Leute für uns gewinnen. Zeig ihnen eine tolle. Das heißt, aber jetzt habe ich mich auch ein bisschen bei dem Auto schon mal eingefahren. Jetzt kann ich ein bisschen was reißen. Aber jetzt kann ich ein bisschen was reißen und fahre direkt. Oh, komm schon. Jetzt kann ich ein bisschen was reißen. Ja.
Deswegen fahre ich auch direkt gegen alle Wände, die es überhaupt in diesem Spiel gibt. Ja, aber gut, diesmal wollen wir uns nicht mehr so hart konzentrieren und ich baller jetzt einfach mal ein bisschen drauf, einfach hier, einfach Vollgas. Einfach mit Vollgas draufhalten, klappt schon. So viel zu dem Thema. Und der Murphy ist immer noch erst der Murphy, Mann. Erster Murphy. Er schadet meinem Ruf. Ist mir auch egal, ich schaff das jetzt, ich schaff dieses Rennen jetzt. Ich schaffe es jetzt. Ich hab's nur ihn. So, jetzt haben wir doch schon mal 600 gepackt und diesmal fahr ich gegen keinen. Nein, ich fahr jetzt gegen keinen. Direkt so, zack, zwei überholt wieder. Jetzt ziehen wir innen an Dinge vorbei. Erstmal anbremsen jetzt hier. So, schön. Und direkt den nächsten. Ah, komm, jetzt läuft's doch ein bisschen läuft jetzt, also. Jetzt zieh ich an den hier vorbei, an den beiden direkt. Und jetzt kann ich direkt an den hier vorbeiziehen und der hier hat mich jetzt ziemlich viele Punkte gekostet. Soll mir das aber auch egal sein. Das ist noch nicht die letzte Runde. Das heißt, ich kann noch was reißen. Ich brauche auf jeden Fall mehr als 20.000 Punkte, sonst werde ich nicht vor Dom Murphy landen. Und ich glaube, das wird nicht klappen, weil ich jetzt gerade mal 10.000 habe und wir jetzt am Ende von der zweiten Runde sind. Ich darf einfach nicht so überall gegenfahren. Also muss ich das, glaube ich, nochmal machen, das Event jetzt. Gleich. Fürchte ich mal so. Weil dadurch, dass ich einfach überall gegenfahre, verliere ich so viele Punkte. Also ich verliere keine Punkte, aber ich könnte viel, viel mehr Punkte machen, wenn ich nicht überall gegenfahren würde. Ja, okay, das war jetzt schwul. Da konnte ich jetzt nichts machen. Ich hätte innen vorbeiziehen müssen. Das war jetzt meine eigene Schuld. Genauso wie das auch. Alles, was ich starte, ist einfach nochmal neu, weil ich schaffe das jetzt sowieso nicht. Neu starten. Jetzt versuchen wir es nochmal. Diesmal versuche ich nicht mehr überall noch gegenzufahren. Das beginnt ist gut. Aber das erste macht sowieso jetzt nichts aus, weil beim ersten würde ich sowieso noch 100 kriegen, also von daher ist das egal. Oh, komm schon, ey. Das war jetzt aber kacke. Da konnte ich doch jetzt gar nichts für, Mann. Und im Endeffekt hat es mir doch nichts gebracht, weil ich wieder auf 100 gelandet bin. Und jetzt kriege ich auch noch eine WhatsApp-Nachricht und das kommt mir jetzt gar nicht gut. Jetzt hat man das bestimmt in der Aufnahme gehört. Also dieses Handy, dieses typische Mobilstörgeräusch. Ich hoffe mal nicht, dass man es gehört hat. Weil es hat gerade nur in meiner Hosentasche vibriert. Also ist mir schon klar, dass das eine WhatsApp-Nachricht war. Weil normalerweise, das kann es nicht sein. Weil seitdem ich WhatsApp habe, vibriert mein Handy bei normalen SMS nicht mehr. Und das, ich weiß auch nicht, wieso es so ist, aber es ist so. Aber naja. Also das war jetzt ziemlich scheiße. Na wohl, es ging noch, es ging noch. Ich darf jetzt trotzdem nirgendwo mehr gegenfahren. Deswegen versuche ich an dem noch außen vorbeizukommen. Und jetzt habe ich hier ein bisschen mir einen kleinen Freiraum geschaffen. Und jetzt kann ich hier dran vorbei. Nein! 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 Perfekt, oder? Perfekt. Jetzt kann ich wieder hier dran vorbei. Oh, scheiße, das war jetzt blöd. Jetzt kann ich an dem hier vorbei. Und ich sahne jetzt hier ordentlich Punkte ab, weil ich nämlich jetzt bei jedem 1000 Punkte. Und jetzt muss ich aber wieder zurück. Das hätte mir jetzt nicht passieren dürfen, weil wenn ich bei jedem jetzt. Oh, Mann! Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ich spiele es ein bisschen weiter zurück. So. Und jetzt kann ich wieder ein bisschen was rausholen. So viel zu dem Thema. So, jetzt aber. Weil ich krieg jetzt bei jedem Überholmanöver 1000 Punkte und das bringt einem einfach massiv Punkte ein. Und jetzt liege ich nämlich auch schon vor Dom Murphy. Jetzt muss ich allerdings mal den nächsten überholen, weil jetzt habe ich nämlich gleich nur noch. Ah, scheiße. Nein, ich Vollidiot. Spul zurück. Ich kann nicht mehr zurückspulen. Scheiße, das ist jetzt blöd natürlich, ne? Oh, kacke, ey. Jetzt liegt der wieder übelst vorne, weil ich so scheiße gebaut habe. Ah, verdammte Kacke. Nein, auch nicht nochmal. Und ich kann nicht mehr zurückspulen, weil ich schon zu oft zurückgespult habe jetzt, ey. Oh, verdammte Kacke, die 3600 Punkte vorne, das kann ich gar nicht mehr aufholen. Außer ich komme jetzt nochmal in den Tausender. Oh, ja, super, so komme ich sicher nicht in den Tausender. Nein, das wird nichts mehr. Da bin ich mir schon fast sicher. Weil ich wette nämlich, er liegt mit einem so großen Vorsprung vor mir. Ja, mit 6000 Punkten. Ja, mach mal jetzt hier 6000. Ich mach das jetzt nochmal. Und ich werde jetzt die vorherigen Versuche irgendwie versuchen, raus. Also, schneller zu machen. Nicht versuchen, sondern ich mache sie schneller. Ich dingsbumse sie. Weil euch nervt das sicherlich schon, dass ich hier 5000 Mal das gleiche Rennen mache. Aber ich will das jetzt gewinnen. Weil ich ein Gewinner bin. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist, ehrlich. Weil das hier, das ist jetzt echt mal eine richtige Herausforderung. Besonders, weil ich ja noch auf schwer spiele, liegt das wahrscheinlich daran. Denke ich mal. Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber das finde ich gut, weil. Na okay, es wird auf Dauer ein bisschen sehr nervig, das muss ich ja sagen, aber es macht Spaß. Also es macht, Herausforderungen machen generell immer Spaß, wenn es mal nicht ganz so einfach ist. Das macht schon mal ganz, es ist schon mal ganz cool, wenn es mal nicht ganz so einfach ist. Das ist auch mal ganz cool, wenn man ein Rennen ganz mal öfters versucht, das ist gar nicht mal so schwer. Jetzt habe ich allerdings wieder ganz viele Punkte verloren und das hat mich jetzt schon wieder aufgeregt. Ich muss einfach mal ein bisschen besser fahren. Das ist wohl der Schlüssel zu dem Ganzen. Das ist der Schlüssel zu dem Ganzen, sicher. Das ist allerdings logisch, weil wenn man ein Rennen gewinnen möchte, dann muss man gut fahren. Und das ist auch hier der Fall. Er liegt 4000 Punkte vorne, okay, das ist
vertretbar, wenn ich nicht so eine Scheiße bauen würde, Mann. Oh, komm schon, Mann. Ich brauche den Tausender jetzt, sonst kann ich einfach nicht... Ich rast gleich komplett aus, Alter. Jetzt langsam wird's doch ein bisschen nervig. Nicht nur ein bisschen, extrem. So, jetzt habe ich aber ordentlich Punkte gemacht. Nein. Schön bremsen. Und gleich aus der Kurve raus ihn überholen. Jetzt aus der Kurve raus überholen. Jetzt kriege ich nämlich wieder ein bisschen mehr zusammen. So, er liegt noch 2600 Punkte vorne. Das heißt, ich muss jetzt, ich darf jetzt keinen Unfall mehr bauen und muss die Tausender holen. Ganz klar. Weil so kann ich ihn jetzt gut aufholen. Oh Gott, ey. Traue ich mich das? Komm, am Grün komme ich noch vorbei. Was für eine verdammt nochmal knappe Sache war das denn? Jetzt mache ich schön ordentlich Punkte. Jetzt darf ich nur keine Kacke mehr bauen. Und so wie ich mich allerdings einschätze, tue ich's. Das war doch klar, oder? Das war abzusehen. So, jetzt darf ich keine Scheiße mehr bauen. Aber wirklich keine Scheiße mehr. Das heißt, ich fahre jetzt ein bisschen langsamer hier an. Und jetzt ziehe ich innen vorbei. Schön innen vorbeiziehen. Jetzt bei dem hier außen. Gut, und jetzt bremsen, weil wäre ich jetzt noch innen vorbeigezogen, hätte ich wahrscheinlich die... Naja, okay, okay, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Ich liege noch vorne und ich werde wahrscheinlich auch vorne bleiben. Hoffe ich. Wie weit liege ich vorne? 2700 Punkte, das kann schnell aufgeholt sein, aber... Na, komm schon. Ja, Ziel erfüllt, ich habe es endlich geschafft. Endlich. Nach so einer langen Zeit. Und deswegen werde ich den Part jetzt auch beenden. Yes, hervorragend. Ja. Gleich das erste. Ja. Gleich das erste Mal geschafft. Hat man ja gemerkt. Nee, ich beende den Part jetzt gleich, weil, wir haben, ich habe ja zwar vorgespult ein bisschen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. Gemacht. Wirf einen Blick in dein Newsfeed. Was ist denn mein Newsfeed? Wo ist mein Newsfeed? Hallo? Du hast mit deinen Leistungen einen Hersteller auf dich aufmerksam gemacht, der dir ein neues Auto leihen möchte. Wenn du die vorgegebene Zeit unterbietest, bei Fahrzeug-Challenges kannst du zusätzliche Autos für deine Garage gewinnen, die du dann das ist natürlich cool. nutzen kannst. Du musst nur die vorgegebene Zeit unterbieten. Dann gehört das Auto dir. Es gibt einen Nissan 350. Es gibt einen Nissan Skyline. Geil, es gibt einen Nissan Skyline. Habt ihr das gesehen? Das ist ein geiles Auto. Ja, okay, da ich ein bisschen vorgespult habe, mache ich das Event jetzt auch noch. Ich habe mir gerade so überlegt, dass ich einfach vorspule, weil... Ist ein bisschen uninteressant. Ja. So ist es. In Miami musst du die Kurvenausgänge gut erwischen. Wenn du schlecht aus den Kurven kommst, rächt sich das auf den Geraden. Also, das war doch kein Corrado, sondern ein Fairlady. Okay, ich muss 1:02 schaffen. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Ob das so klappt. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir hier lang fahren, weil wir dann die Kurve hier besser kriegen. Haben wir auch. Ist eigentlich echt gut geworden. Das hat mich, glaube ich... Das könnte mir schon ein paar Hundertstel eingebracht haben. Auch wenn ich vorher dann nach links rübergezogen bin und das natürlich ein bisschen Zeit gekostet hat, aber ich glaube, das hat so viel rausgeholt. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Vielleicht war es auch einfach nur... Scheiße. Jetzt war ich gerade noch gewohnt, dass ich keine Kollisionen machen darf und... Jetzt habe ich gerade so gedacht, scheiße, ich bin gegen die Wand gefahren. Eigentlich habe ich nur deswegen scheiße gesagt, weil ich gegen die Wand gefahren bin und es aber trotzdem zur Konversation gepasst hat und ich wollte es gerade vertuschen, aber ich habe mir überlegt, dass ich es jetzt trotzdem erzähle. Ja, haben wir es wohl geschafft, ne? Da gehört der Fairlady uns. Nice. Sehr gut.
Sehr gut. Danke sehr. Gut, und das war's jetzt allerdings mit dem Part, würde ich sagen, sobald das Dings hier vorbei ist, also so, sobald das Ding hier vorbei ist. Ja, sobald wir wieder im Menü sind, so jetzt. Wenn man alles gibt, du hast jetzt ein neues Auto zur Verfügung. Leg weiter so gute Zeiten hin, dann haben noch mehr Hersteller Interesse daran, dass du für sie unterwegs bist. Und du hast sicher Freude an deinem neuen Spielzeug. Ja, gut, das war's dann also mit dem dritten Part von Grid 2. Ciao und bis zum nächsten Mal.